Leute, wir bauen heute unseren Restaurant Tycoon gegen Stani. Ja, wir werden heute ein Restaurant bauen und ich würde sagen, ich nehme wieder die rote Base, Bro. Wir können hier Gold collecten, neue Mitarbeiter anfordern, dann können wir hier unsere Base vergrößern und Kunden bekommen, Bro. Und es ist natürlich... Chill mal. Oh, wohin willst du? Guck mal, ey, das bist du, Bro. Chill doch mal, Bro. Ja, komm, okay. Stell dich vor deiner Base, Bro. So, wir gehen wieder gleichzeitig rein. Es geht wie immer um 500 Euro, Leute, wer die Base zuerst fertig baut. Ja, ich hab ja die letzten Male dick aufs... Ja, also, Sam, insgesamt gegen mich 2000 Euro schon verloren, Leute. Ich will heute natürlich meinen Vorsprung ausbauen. Deswegen, Seville, 3, 2, 1 und los geht's! So, okay, wir sind gleichzeitig rein. Hey, da kommt einfach so ein Clown. Ja, wir sind genau gleichzeitig drin. Boom, der redet hier gleich irgendeine... Oh Gott, Bro, oh mein Gott, leck. Hier ist irgendjemand beigetreten. Hey, wer ist das denn? Klappenkotz, wer ist das denn? Oh, wir müssen erstmal Bro, wir müssen erstmal unser Restaurant aufräumen, mein Bester. Hä? Ich sehe es gerade. Erstmal den Müll wegmachen und so. Junge. Hab ich gar nicht gemerkt. Dass du es gesagt hast, sonst hätte ich verkackt. Schon. Wie? Nein. Ich hab's gar nicht gemerkt. Du hast gar nicht den Müll weggemacht? Nee, Digga. Oh Gottes Willen. Ich wusste nicht, dass wir den Müll wegmachen müssen. Was hast du denn gemacht? Man kriegt doch gar kein Geld, du Dulli, Junge. Ja, hab ich nicht gemerkt direkt. So. Komm. Zack. Oh, was ist das denn hier, Bro? Man muss ja hier richtig, kochen und alles drum und dran. So, Alter. Das ist ja voll die Arbeit hier. Man muss ja hier wirklich richtig arbeiten, mein Bester. So. Ey, Annette, mach mal den Huhn jetzt fertig hier. Jetzt wird das hier gerade gekocht, Leute. Wir können das verkaufen. Ey, ist das nice, Bro. Oh mein Gott. Ich hab Kunden und so. Ja, ich auch. Ich muss hier erstmal Geld einsammeln, Leute. Boah, ich muss hier auf jeden Fall das machen hier, Leute. Ich muss das machen. Was ist das denn hier? So, einmal hier. Zack, zack. Oh, ich habe hier schon. Oh. Bro, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Ich habe hier auf jeden Fall schon einige Sachen bekommen für meine dicke Base hier. Okay, so, jetzt habe ich hier irgendwie so eine Schnur. Das ist komisch. Ja, Schnur. Das ist Müll, Bro. Das ist Müll. Ich verkaufe hier schön. Ich verkaufe hier heute schön mein Essen vom Feinsten. Und hast du schon einen Kassierer angeheuert? Nee, habe ich noch nicht. Kostet ja ein bisschen zu viel. Kassierer ist voll teuer, Bro. Boah, die sind hier alle hungrig bei mir in der Dings. Ich musste noch mehr servieren, Bro. Ich habe viel zu wenig. Jetzt check ich's, Leute. Wie geil ist das denn? Also, wenn ich die Kunden bediene, dann kriege ich Diamanten und ich kann die ganze Zeit halt hier mein Fleisch verkaufen, Leute. Da kriege ich auch Geld. Und zwar, ihr seht es hier, wir haben jetzt zum Beispiel die hier, haben wir bedient und die droppen dann nach und nach, wenn die zufrieden sind, Diamanten, was halt extrem viel Kohle bringt. Und so müssen wir halt unser Restaurant aufbauen. Und ich sage euch ehrlich, ich werde jetzt hier erstmal so einen Kassierer holen, nämlich damit machen wir viel, viel mehr Kohle. Bro, das ist voll geil, das ist halt cool, ich sag dir ehrlich, ne? Ist er auch. Also ich habe hier schon, Junge, meine Kunden sind sehr, sehr zufrieden mit dir. Mehr sage ich dazu nicht, ne? Bei mir eigentlich auch. Ich muss schon sagen, ey, das ist krass, weil es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Leute, hier den Tycoon auszubauen. Das wird richtig spannend, wer gewinnt. Wo kriegt man denn diese Fadenranke her, Digi? Das weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, die können wir jetzt später auch irgendwie verkaufen. Oh, richtig gut Gold bekommen jetzt. Wie, hast du Gold bekommen? Richtig gut Gold. Bro, jetzt sammle ich die ganze Zeit vor der Kasse Gold ein. Zack. Ach, du hast einen Kassierer eingestellt, oder was? Ich kassiere selber ab. Ich kassiere selber ab, Seville. Wie, du kassierst selber ab? Bro, ich kassiere selber die ganze Zeit. Aha, du machst die Taktik, okay. Ich mach damit gut Geld, sag ich dir ehrlich, ne? Ich mach damit wirklich sehr, sehr gut Geld. Ich habe jetzt auch hier schon ein paar Tische und so, dies, das, Ananas. Dankeschön der Herr, dass sie wieder ein bisschen was gedroppt haben. So, hast du schon Mitarbeiter? Ja, ich habe schon Mitarbeiter. Ich habe schon die einen oder anderen. Ich habe jetzt erstmal einen, der die Spüle macht und so. Spülen ist bei mir nicht so wichtig. Ich mache hier erstmal die Kasse leer. Hey, dein Essen ist doch... Dein Geschirr ist doch da dreckig. Ja und? Lass doch. Bro, mach dich bitte nicht über mein Geschirr lustig, ja? Wie kannst du nicht dreckiges Geschirr haben?
Oh, das müssen wir hier noch. Ah, das können wir noch nicht upgraden. Oh, Bro, ich bin hier gerade in der Zwickmühle. Ah, warum denn? Wie soll man hier schneller arbeiten, Bro? So, ich überlege jetzt echt, was ich mache. Ne? Ja, entweder ich muss jetzt gerade kurz ein bisschen Geld verdienen hier. Also. Ich mach das da. Ey, man kann sein Restaurant auch übelst vergrößern, ne? Ja, ja. Also der Tycoon wird richtig krass, Leute. Das ja, ist ein ja, richtig ich glaube auch. Also da werden wir hier unser Restaurant richtig krass ausarbeiten hier. Das ja. wird hier, das wird riesengroß. Mein Koch ist aber ein bisschen langsam, finde ich, mein Bester hier. Ja, meiner auch. Kostet aber halt 4.000, ne? Ja, den zu upgraden. Ja, aber es ist schon, wäre schon wichtig, den zu upgraden. Ich sag ehrlich. Wie viel Geld hast du gerade? 1.000. Was ist hier eigentlich mit den Kunden hier? Bro, irgendwie labere ich manchmal mit denen, aber bringt irgendwie nichts, mit denen richtig zu labern. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Wann droppen die denn wieder mal hier Diamanten? Das frage ich mich auch. Warte, was ist, wenn ich jetzt... Wie viel kostet der denn? Boah, der ist aber teuer, Digga. Okay. Oh. Okay, der ist teuer. Was ist teuer? Ja, eine Sache, die ich kaufen will. Also ich habe jetzt einen Kassierer, mein Bester. So viel. Was, ein Kassierer? Ich habe einen Kassierer mir gegönnt. Ich habe mir einen Kassierer gegönnt. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, Mitarbeiter ist halt Meta, ich sag dir ehrlich. Ich glaube auch. So, zack. Und jetzt kann ich mir auch den ein oder anderen Kassierer gönnen, Leute. So. Ey, Leute, der eine Typ hilft mir, der eine Typ hilft mir. Seven wird wieder verlieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich bin mal gespannt hier, okay. Also ich habe jetzt hier einen Kassierer, der auf jeden Fall gut für mich arbeitet. Ja, ich auch. Abdullah, mach mal schneller jetzt hier. Ey, da ist ein Mädchen hier drinne. Gregor, bisschen schneller. So. Antonio, die Kunden müssen bedient werden, bitte. Danke. So. So, zack. Muss ich auch hier konzentrieren, ne? Hast was du mittlerweile schon so? Kundenbediener oder was? Kundenbediener? Nee, hab ich noch nicht, ne? Hä, hast du überhaupt? Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt schon? Sag mal ehrlich. Boah, ich hab schon einige. Also ich hab 4 oder 3? Was ist Jan vier. Tor, Bro? Ah. 4 hab ich. Ich hab hier einen, der jetzt Dreck einsammelt. Das ist jetzt ganz geil. Ich rede auch, also ich rede hier. Hä? Ah, das ist geil. Okay, das ist gut. Okay. Ich habe jetzt einen Drecksammler. Ich habe jetzt einen Drecksammler, der sammelt hier so. Dreck ein. Und den Dreck kann ich verkaufen, das ist das Gute. Hast du sowas auch schon? Was denn? Ein Drecksammler? Nee, habe ich noch nicht. Aber das Ding ist, Bro. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast. Ja. Dass man ja auch noch anderweitig ein bisschen ausbauen kann. Wie denn? Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also würdest du sagen, du bist jetzt schon vorne oder was? Vorne nicht. Vorne nicht. Aber ich habe schon was gesichtet, was du, glaube ich, nicht hast. Bro, ich habe auf jeden Fall schon was du... Glaube ich. Ich sag dir ehrlich, ich mache die ganze Zeit schon was du, denke ich mal, nicht machst. Okay, okay, gucken wir mal. Weil es gibt hier schon eine Geheimtaktik, würde ich jetzt so sagen, wo du, die man, sag mal so, das musst du machen, um voranzukommen. Mhm. Okay, okay. Und ich komme sehr, sehr gut gerade voran. Weil hier mittlerweile bei mir läuft alles automatisch, ne? Alles automatisch. Hier, zack, dankeschön. Wie viele Tische hast du in deinem Restaurant? Hast du alle Tische schon ausgebaut? Ich habe schon alle Tische ausgebaut, ja. Wirklich? Ja. Das ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe schon alle Tische ausgebaut. Und, nee, wobei, einer fehlt mir, sorry. Einer fehlt einer mir tatsächlich. Fehlt dir doch, okay. Ja, ja, einer fehlt mir, habe ich gerade gesehen. Also meine einer Kunden sind mir. Hier sehr zufrieden und bezahlen sogar Diamanten, habe ich gerade gesehen. Ja, meine auch, aber du wirst dein Geschirr nicht mal, Digga. Bro, warum soll ich mein Geschirr waschen? Weiß ja nicht. Ja, ist schon gut, wenn du dein Geschirr mal ein bisschen wäscht. Oh. Oh, ich earn jetzt. Oh nein, ich hätte das vorher holen müssen, Leute. Nein. Zack. Deswegen hat Seville bestimmt schon so viel Geld. Der krasse. Der was krasse denn? Seville. Was Ey, denn? Was denn? Nein. Ich habe einen großen Fehler gemacht, Bro.
Ja, was denn? Ich habe einen großen Fehler gemacht, dass ich echt gut vorankomme. Digga, ey. So, warte mal. Ey, ich habe jetzt hier ein Drive-In sogar. Yo. Hast du da einen Typen angestellt, oder was? Ja, ja. Ja, den habe ich schon länger. Was? Ja, den habe ich am Anfang relativ geholt, tatsächlich. Okay, krass. Die Küche habe ich schon fast ausgebaut. Also mir fehlt jetzt noch hier so ein bisschen. Die Kunden scheinen... Junge, Kunden, esst mal ein bisschen mehr, Digga. Ess doch mal. Wie, warum, was bringt das, wenn die Kunden essen? Ja, ist damit dir halt, ne? Damit die Diamanten choppen, Bro. Wie? Wie? Ja, nein, nee, man kann also mit denen öfters reden. Ja, ja. Laber nicht. Aber ob das jetzt was bringt, kann ich nicht sagen, ne? Bro, du bist so ein Ehrenloser. Und du sagst mir das nicht? Bro, ich wusste nicht, dass das... Vielleicht bringt das ja gar nichts. Du, kann ich dir nicht sagen. Ehrenloser. Bro, ich bin so enttäuscht. Aber ich glaube, das bringt gar nichts, ne? Nee, das bringt gar nichts. Ohne Spaß. Das bringt nichts. Also, ich rede mit denen öfters, aber... Ich meine, es bringt nichts. Nee. Nee. Du kriegst immer nur... in einer bestimmten Zeit die Diamanten, Bro. Immer nur bestimmte Zeit. Achso, also man muss gar nicht mit dir reden, oder was? Ich glaube nicht, ne. Ich glaube nicht. Ja, ich hoffe, du erzählst keine Scheiße, mein Bester. Oh mein Gott, Leute, das ist nicht. Nein, das war ich. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Da hat mir jetzt ein Tisch die ganze Zeit gefehlt. Das habe ich jetzt erst gesehen. Du hast nicht alle Tische? Das gibt Geheimtische. Labo nicht. Wo? Nein, es gibt ja keine Geheimtische, Bro. Es gibt keine Geheimtische hier. Alles gut, Seville. Okay. Aber bei mir ist hier schon alles full automatisch. Ich habe 2 Kassierer sogar schon. Ja, nice. Wie viele Kassierer hast du? Ich habe erst einen. Du hast erst einen Kassierer. Oh. Mhm. Das ist natürlich nicht so gut. Bro, wann droppen die denn wieder mal Diamanten? Ja, bei mir droppen die regelmäßig Diamanten, sag ich dir ehrlich. Ich habe mittlerweile sogar einen Müllsammler hier bei mir, der sammelt die ganze Zeit Müll. Ja, das habe ich auch. Ich habe auch so einen Müllsammler jetzt hier. Ah, Bro. Ich dachte, das ist dein Bruder. Digga. Der Müllsammler. Dankeschön. Ich sag solche Sachen nicht wie du. Okay, jetzt mal hier. Oh, gutes Upgrade jetzt hier, Leute. Gutes Upgrade. Oh, jetzt. Oh mein Gott, okay, jetzt läuft's. Jetzt läuft's, Freunde. Hast du ein Upgrade gemacht, ne? Jetzt mache ich gerade gut Kohle hier. Ich bin gut am Wirbeln, mein Bester. Sehr, sehr gut am Wirbeln gerade. Die haben gerade gut Dings gedroppt hier, Münzen. Meine Gäste sind äußerst zufrieden und deswegen droppen die hier so oft Münzen. Und jetzt können wir hier. Hast du auch schon was geupgradet? Wie, was geupgradet? Also, so Kassierer oder. Nee, Upgrade habe ich noch nicht gemacht. Okay. Also. Dieses, dass du die abgegradet hast, meine ich. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Oh, okay. Aber was ich auf jeden Fall weiß, mein Laden ist full. Also ich sag dir ehrlich. Mhm. So, zack. Oh, ich rede jetzt erstmal hier nochmal mit allen Leuten, gucken, ob es ihnen allen gut geht. Zack, hallo, ja, herzlichen Glückwunsch hier. Willkommen bei Stani Performance Burger. So, hat gut geschmeckt, ne, mein Bester? Sehr gut. So. Oh, jetzt habe ich richtig viel Dinger. So, sehr schön. Ja, ich upgrade meine Leute gerade voll hier, ne? Ja, aber das bringt nichts. Glaub mir, das ist... Also ich komme gleich mal bei dir gerne in den Laden vorbei, aber ich glaube... Nee, du kannst schön bei dir bleiben. Du kommst nicht mehr zu mir. Bro, ich komme mit dir in den Laden so, wie ich will, sag ich dir, so wie es ist. Du kommst nicht mehr zu mir. Halt deine große Klappe, sag ich dir. Du kommst nicht mehr zu mir, mein Freund. Oh, Digga, das habe ich auch erst jetzt gemerkt. Diese Booftische, ne? Den Booftisch, ne? Ah, Bro, was? Die hast du jetzt erst gemacht? Den habe ich jetzt erst gesehen. Oh. Das wird natürlich viel Zeit gekostet aber haben. Aber dafür habe ich was anderes abgegradet die ganze Zeit. Von dem her ist aber muss so man jetzt schlimm. Mit den Kunden reden, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Ich also, weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Manchmal mache ich es, manchmal nicht. Aber ich weiß nur, dass ich relativ schnell Diamanten gerade krieg, aus einem ganz bestimmten Grund. Nein! Den Stani wahrscheinlich nicht gemacht hat. Bro, die Upgrades sind ja unnormal krass. Und die Upgrades habe ich relativ schnell gemacht, Nein! Das ist halt das Ding, Bro.
Das ist das Ding. Ich habe die Upgrades relativ gut gemacht gerade. Nein. Bro, das ist dreimal so effizient, Alter. Was? Ja. Die Upgrades sind wild, Leute. Okay, die Upgrades sind echt krass. Also das... Ja, nein. Ist okay. Gut, dass du da auch nichts gesagt hast, mein Bester. Ja, ich kann... Bro, wir spielen doch gegeneinander. Ich kann dir doch nicht alles sagen. Ja, aber es ist okay. Ich sag mal so, ich werde daraus meine... Ich werde daraus meine Schlussfolgerung ziehen, Bro. Aber dafür habe ich schon alle Tische gehabt. Und ich denke mal, damit würde ich safe mehr Geld gemacht haben. Willst du heute jetzt mal nicht vorbeikommen und mich töten? Doch, ich komme gleich vorbei. Ist gut. Digga. So, der macht jetzt auch Müll. Ich glaube, man muss mit denen nicht reden. Ich sag ehrlich, ich glaube, man muss nicht mit den Kunden reden. Ich sag dir ehrlich. Ich kann es nicht sagen. Also ich weiß glaube es selber persönlich gesagt, nicht. Ich glaube persönlich nicht. Digga, wir bekommen richtig viel Nee, Gold man muss selbst nicht ne? mit dir reden. Also den Tipp gebe ich dir, mein Bester. Nice, boah, ich hab, mach nice, grad so nice. Viel Gold, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ich mach grad auch übel viel. Leute, ich hab zu viel Gold, wer will? Ich kann den Fryer hier nicht upgraden. Warum nicht? Ah, doch, vielleicht hast du wenig Gold. Jetzt geht's. Aber was bringt die Frittiermaschine? Ich denk mal, dass die Leute schneller ihr Essen kriegen, oder nicht? Das könnte sein, ja. So, oh zack. Mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir hier nochmal ein dickes Upgrade. Jetzt haben wir hier... Oh mein Gott, jetzt geht das alles so schnell hier. Oh, das Geile ist halt, wir haben beide eine andere Taktik, ne? Ich bin so gespannt, wer zuerst diesmal fertig wird. Also diesmal sehr viele Sachen, die man machen kann. Sehr geiler Tycoon. Unglaublich geil. Ja, aber ich muss dich leider ein bisschen enttäuschen. Also, Bro, bei mir ist hier gerade Überproduktion. Ich komme gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Sachen. Machst du schon Franchise, oder was? So, Küche ist jetzt komplett fertig bei mir. Bro, ich habe jetzt ein Franchise aufgemacht bei mir. Willst du auch bei mir einsteigen, oder was? Nee. Lass mal. Ich steig bei dir nicht ein. Okay, das war gerade wild. Also, hast du schon ein... Wen hast du geupgradet schon? Weißt du das? Ich hab alle geupgradet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bringt das viel. Was denn? Ich weiß nicht. Hast du deine Mitarbeiter alle geupgradet? Alle geupgradet auf Maximalstufe, Bro. Echt jetzt? Ja. Okay, das ist wild. Das ist wild, das muss ich sagen. Du nicht, das oder was? Das ist echt wild, Digga. Ich hab, glaube ich, noch nicht alle. Auf maximale Stufe geht gar nicht. Wie viel Gold wirst du denn gemacht haben, Bro? Oh, ich mache hier gerade so viel Gold die Sekunde, ich komme gar nicht mehr hinterher. Also ich habe durchschnittlich so 20.000, 30.000 Gold die ganze Zeit. Echt jetzt? Ja. Oh, das ist ja geisteskrank. Das ist sehr, sehr geisteskrank. Safe. Kannst auch Bro, das ist ja der andere Gamechanger. Und den hast du jetzt wahrscheinlich gefunden, den ich schon die ganze Zeit habe, Bro. Sag mal bitte. Sag ich nicht. Sag du. Versprochen, ich sag's. Okay. Ja, ich weiß doch nicht, ob du mich verarschst, Digga. Ich hab einen Gamechanger, dann sag ich dir meinen. Der, wo den Müll aufsammelt. Hä, den hab ich schon lange, Bro. Ja, aber hast du den Full geupgradet? Ja, safe. Ja, okay, das ist spannend. Dafür habe ich andere Sachen geupgradet. Hast du den jetzt erst gemacht, den auf dem Boden, oder was? Nein. Ja, mäßig. Bro, du hast den... Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Kunden brauchst du nicht ansprechen. Das, so fair bin ich. Ja, alles so gut, fair alles bin ich, mein gut, Bester. Alles gut. Alles gut. Also mit den Kunden... Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott, Was denn? Bro! Vorbei, jetzt ist vorbei, Leute. Was kann ich nicht sagen? Ich hab Party-Boof jetzt. Okay. Party-Boof hat er am Start. Party-Boof und da ist richtig Party. Also da ist... Hier ist High-Life, mein Bester, sag ich ehrlich. Beruhigt euch alle! Bist du schon eigentlich im Play-Dings, Bro? Spieleparadies? Spieleparadies? Safe. Bist du da schon? Safe. Bist du da schon, oder? Ja, aber hast du schon da was? Ich hab da schon alles freigekauft. Bei dem Play-Ding, oder was? Ja. Bro, Labo nicht. Was babbelst du? Never ever. Doch. Junge, ich hab... Im Play-Bereich. Im Play-Bereich. Glaube ich dir nicht. Kann gar nicht sein. Der wird auch nochmal hier geupgradet, Leute.
So, hast du schon Toiletten überhaupt schon? Hast du die Toiletten schon? Toiletten habe ich, ja, Toiletten habe ich. So, zack. Nice. Manager jetzt noch. Boah, langsam wird unser Restaurant hier. Ja, meins wird auch. Ich bin sehr zufrieden. Langsam wird's hier. Boah, ist teuer, Leute. Sagen. Das ist sehr teuer. Ich will jetzt erstmal noch die Toiletten ausbauen. Okay. Wow, sieht geil aus, Leute, die Toiletten. Sehen okay. sehr, sehr geil aus. Gucken wir mal, was man jetzt hier Weil noch Weil das wird Seville nämlich nicht machen. Er wird denken, das wäre ist unwichtig, aber... Er hat da leider nicht mit mir gerechnet. Er muss halt, Seville achtet halt nicht auf die wichtigen Sachen, das ist das Ding. Und das schockiert mich ein bisschen, Bro. Das schockiert mich wirklich ein bisschen. Obwohl ich sagen muss, ich sag dir ehrlich, die Party-Booth bringt gar nicht so viel. Okay. Sagst du das jetzt nur, weil irgendwie... Nee, also sag ich dir, weil ich sehe, dass es nichts bringt. Okay. Oh, ich habe ein Schief mitbekommen. Let's go. Hast du denn schon... Boah, mein Laden sieht richtig geil aus, Leute. Ich bin so zufrieden. Hast du den Typ generell... Toiletten hast du ganz ausgebaut eigentlich schon? Toiletten vom Feinsten, Bro, bei mir. Toiletten sind vom Feinsten. Hast du schon ganz ausgebaut? Yes. Okay. Du noch nicht, oder was? Noch nicht, also ich bin noch nicht ganz fertig mit den Toiletten. So, Manager wird geupgradet. Oh. So, jetzt kümmere ich mich mal um den Spieleparadies für die Babys. So. Falls also das Gute Seville ist, das Baby zu Besuch kommt, können wir hier natürlich direkt im Spieleparadies. So, hier Tables. Ich muss unbedingt das hier jetzt kaufen. Tables. Ich muss unbedingt das hier jetzt kaufen. Oh, hier ist einer traurig bei mir. Weil der zu alt zum Spielen ist. Kostet ein bisschen zu viel. Ey, hier sind sogar Babys. So, zack. Ey, wie krass ist das denn, Leute? Oh mein Gott, wie viel Geld mache ich gerade? Was? Okay, Bro. Bei mir ist leider echt over. Ich muss dir, also jetzt hast du keine Chance, Seville mehr. Okay, sehen wir ja gleich. Ich hab gerade 20.000 auf der hohen Kante. Ja, hab ich auch gerade gehabt. Ist ja gar kein Problem. So, zack. Boah, Leute, die. Jetzt droppen die hier alles. Hast hier noch du mal. Innen alles, oh alles mein ausgedingert? Gott. Okay, innen ist alles fertig bei mir. Alter, alles okay, vorbei, ich. Leute, jetzt ist vorbei. Ich hatte gerade 60.000 okay. auf der Bank. 60k, Bro. Oh, das ist schon was, das ist schon was. Cool. Das ist schon was. Nehmen wir mit. Okay. Hier mitnehmen, Leute. Ey, warum ist der Müll so viel wert? Ich check's gar nicht. Da kriegt man übel viel, ne? Ja, oh Gott. Oh Gott, Bro. Ja, vorbei. Ich habe jetzt hier, also... Bei mir ist hier komplette Eskalation gerade. Bro, bei mir rennen die schon die Türe ein und so. Bei mir ist draußen schon Schlange vorm Laden. Echt? Ja. Bro, bei mir ist die Schlange schon drin. So, zack. Guck mal echt mal, wer hier zuerst das Ganze hier macht, Leute. Ich bin richtig gespannt. Oh, hier nochmal Gruppentische hier. Okay, Gruppentische. Hey, was ist das denn hier? So ein kleines Baby, Leute, ist hier. Ein kleines Babykätzchen hier. Oh, zack. Die müssen wir auf jeden Fall hier besser machen. Oh, jetzt habe ich aussehen das hier. Hey, hier ist einfach ein Babykätzchen. Bei mir auch. Hä, hey, hast du gerade den Tisch freigeschaltet oder was? Welchen Tisch? Also, ich weiß nicht. Seville weiß nicht, welchen Tisch, Leute. So, ich werde jetzt erstmal im Manager upgraden auf 50.000. Ja, safe. Ey, warum bringt Müll so viel Geld, Junge? Bro, ich raff es nicht. Ich weiß es selber nicht, warum Müll so viel Geld bringt. Mein Manager ist, ja gut ist jetzt für uns. Dreimal so effizient, ist das geil. Ja, safe ist noch geil. Couch hier noch. Ja, ich habe jetzt direkt meinen Spielebereich, habe ich jetzt nicht auch fertig. So, ja, guck mal gleich mal. Zack. Bro, die sollen mal mehr Diamanten droppen. Ja, ich finde auch, die droppen echt wenig, aber ich bin hier schon... Also, ich bin jetzt gleich fertig, Seville, ne? Glaube ich dir nicht. Doch, ey, komm rüber. Ich bin hier gleich Real Talk fertig. Das sehen wir gleich. So, jetzt den noch. Okay, jetzt haben wir genug. Oh, das war ein schneller Tycoon, Leute.
Also, wenn jetzt nicht noch was Großartiges kommt, dann bin ich hier. Es durch. Hat, ja, chill mal. Ich glaube nicht, dass du schon durch bist. Tables hier nochmal. Zack, zack. Oh mein Gott, man muss rutschen, Leute. Zack. Oh mein Gott, wie viele Juwelen habe ich gerade? Junge, bei mir droppen die hier gerade alle Juwelen. Bei mir auch. Ey, jetzt bin ich so gespannt, wer gewinnen wird, Digga. Dicker Juwelen drop gerade. Ich habe 6 Juwelen, Leute. Das sind nochmal 6.000. $6.000 nochmal. Hier nochmal dick Geld. Jetzt sind wir wieder auf... Oh, Gottes Willen. Und zack. Hier droppen auch nochmal Juwelen. Zack. Ja, hier nochmal Müll verkaufen. Okay. Da haben sich welche gestritten bei uns hier. Was? Ja, Digga. Da war der eine sauer auf den anderen, Digga. Ja, die zwei Fischis. Ey, Bro, ich bin fertig, Savil. Echt jetzt? Ja. Hast du draußen auch alles fertig? Draußen? Ja. Na, oha! Ja. Draußen fehlt noch. Ja, aber das ist ja nicht teuer. Ja, guck jetzt erstmal. Komm schon, du hast komm draußen schon, noch gar nicht alles fertig. Alles habe ich nicht, ne. Komm schon, komm schon. Also ich bin drinnen jetzt fertig und du? Drinnen bin ich noch nicht fertig, ne. Drinnen bin ich noch nicht fertig, Leute. Nein. Aber man kann sich da hinten noch so ein Haus kaufen für 100.000. Ja, das muss man ja weitermachen. Sicher? Ja, Digga. Aber kannst du dir auch ein Haus kaufen dann, oder was? Warte, ich seh's noch nicht. Ich muss jetzt hier erstmal. Hast du innen alles komplett? Boah, draußen alle Toiletten, ist teuer, alles. Bro. Drin ist alles komplett. Ich muss jetzt nur noch draußen machen. Okay, das ist gut. Savil, du verlierst heute wieder. Digga. Gibt's doch nicht hier, aber ich. Ja, ist doch nicht vorbei. Ist doch nicht Man vorbei. Merkt einfach deine Dummhaftigkeit auch, finde ich. Ist doch nicht vorbei. So. Also ist jetzt hier noch was, Leute? Nee, hier ist gar nichts mehr. Hier ist nichts mehr drin. Hier haben wir alles. Wir müssen jetzt halt nur noch draußen die Dings machen. Draußen so, die Blumen. Und diese Blumen sind teuer, ich sag dir ehrlich. Die Blumen sind richtig teuer. Boah, wie teuer sind die Blumen, Junge? Was ist das denn? Digga, ich soll mal Diamanten droppen. Drop mal Diamanten, Jungs. So, und jetzt? Okay. Bro, du hast ja draußen noch gar nichts. Doch, ich hab draußen am Anfang schon ein bisschen... Ey. Nein! Ah, geil, es geht nicht. Ja, Stanier. Hä, du hast hier noch gar nichts. Hier Junge, ich bin noch... durch. Hä, hey, Bro, hier, da fehlt übelst viel. Zack, was laberst du? Also ich sag dir ehrlich, ich hab übelsten Vorsprung, ne? Hier, die Rutsche, Digga. Man kann hier rutschen, ich Bro. Ich hab übelsten Vorsprung. Ja, aber Tycoon ist noch nicht fertig. Bro, ich Tycoon hab so... ist noch nicht fertig. Ich hab so einen krassen Vorsprung. Zack. Bro, was macht denn der Typ da die ganze Zeit bei dir? Keine Ahnung, Digga. Der kommt die ganze Zeit zu dir gerannt, Bro. Keine Ahnung, was der will. Ich weiß nicht, was der will. So, zack. Draußen noch alles schön fertig machen. Draußen dauert. Was ist denn das Boah, da ich hab $100.000. Ich hab $100.000. Laber nicht. 100.000 hab ich gerade, ja. Okay, das ist krass. Das ist krass. Boah, aber die Blumen sind zu teuer, ey. 40.000 kostet hier eine Blume, Leute. Was ist das denn? Aber noch eine Minute, dann kriegen wir einen huge Reward, Bro. Ja. Aber ich denke, der gibt uns bestimmt nur XP. Ja, ich denke auch nur XP. So. Digga. Und. Mit Diamanten. Ey, ich bin fertig, Bro. Hast du dein Haus schon gekauft? Nee. Ja, aber ist das ein Haus nicht für alle? Weiß ich nicht. Ey, okay, ich kaufe jetzt noch ein Haus. Ich kaufe jetzt noch ein Haus, alles gut. Muss mal gucken, Digga. Ob das Haus auch für. Boah,
What color is your car? Fragt mich der eine. Ja, du hast wieder einen großen Fehler zum Anfang gemacht. Du hast den Tycoon zum Anfang wieder nicht gecheckt. Hm. Du bist außen ganz fertig jetzt. Außen ganz fertig. Außen ganz fertig, Seville. Ich hole mir jetzt ein Haus. Also ich hole mir jetzt das Haus da. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt. Hier, steht doch, Bro. Komm mal raus, komm mal raus, komm mal raus. Bei mir steht 100% complete. Siehst du das? Warte. Guck bitte, hallo. Ja, ich komm. Boah, krass, du hast gewonnen. Ey, Mann! Ja, aber warte, vielleicht... GG, Stani, GG, vielleicht steht Ding im Haus, jetzt holen wir jetzt noch das Haus. Leute, Stani hat diesmal wieder gewonnen. Ey, das gibt's nicht, Mann. Ich mach am Anfang, glaube ich, immer dieselben blöden Fehler, Alter. Ey, aber warum hast du mir eigentlich nicht erzählt, dass dieser Klappen-Konsti dir Coins gedroppt hat, Bro? Ich hab's nicht gesehen. Wo denn? Der hat die Coins gedroppt. Ja, ich wollte es am Ende vom Video auflösen. Aber das Ding ist, auch ohne Spaß. Doch, ohne Spaß, Bro. Aber das hat gar nicht viel gebracht. Das bringt gar nichts, Bro. Aber es hat gar nicht viel gebracht. Wie viel Coins hat er dir gedroppt? Bro, das waren so... Also jetzt am Ende waren es so 20k immer. Aber Bro, jede 5 Minuten mal. Also es war jetzt echt nicht übertrieben, ehrlich zu sein. Und trotzdem habe ich dich abgezogen? Das war aber echt nicht viel. Trotzdem habe ich dich ab... 20k ist viel. Bro, ja, du hast halt am Anfang gut geupgradet, ja, Digga. Ja, wow, jetzt hat er mir auch 20k gedroppt. Ja, danke schön, Bro. Danke, mein Bester. Ja, das, vielleicht ist er ja auch zu dir gekommen. Nee, ist er nicht. Nicht? Nee. Ja, jetzt ist er zu mir gekommen. So, ich kaufe jetzt nochmal das eine da. Ich habe jetzt das Haus gekauft. Jetzt kaufe ich noch für 250.000. Ich sammle gerade alles ein. Ey, das war ja ein übelst schneller Tycoon, aber der war geil gewesen, ich sag dir ehrlich. Ja, ich bin jetzt auch fertig. Ah, Mann, 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 Mann. Aber sollen wir uns auch das Haus und das Castle das kaufen, Haus damit ich schon die Leute geholt. Sehen, wie das ist? Ja, ich hole jetzt das Castle, Bro. Drop mal deine Münzen mir. Ich habe 132.000 Münzen. Warte. Wie drop ich die denn? Einfach Inventar, oder was? Ja, Inventar. Wie viele Münzen hast du denn gerade? Ja, nicht so viel. 72k. Warte, ich hole nochmal mehr. Das Haus. Komm, lass uns zusammen das Castle kaufen. Das sieht bestimmt krass aus. Und das, oder das Haus hast du schon Haus gekauft. Haus hab ich schon. Ja, okay, dann lass noch das Castle holen. Ich hab gleich alles zusammen. Ich hab 160.000 gerade. Ja, hast du dein jetzt auch komplett oder was? Ja, ich bin auch durch. Aber du hast gewonnen. Du hast am Anfang die gelben Dinger alle zuerst gemacht, gell? Bro, ich hatte relativ zügig den Müllsammler gehabt und das bringt... Müll bringt irgendwie am meisten Kohle, ich check's auch nicht warum. Der Müllsammler war, glaube ich, das Ding. Der Müllsammler, also das ist echt krass, was der Kohle bedroppt. Ich habe jetzt 100k. Und ich habe auch die ganzen Tische hier gehabt und so, also... Ich glaube, das war dein Fehler mal wieder gewesen. Ich habe 112k. Wie viel hast du? Du bist doch nicht. Ich habe 193k. Okay. Sag ich 210k. Okay, wir sparen jetzt noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, Leute, wir machen jetzt weiter hier. Wir haben zusammengepackt. Ich verkaufe jetzt. Ich habe jetzt 305k. Seville hat jetzt hier nochmal 200k. Und jetzt holen wir uns das Schloss. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin gespannt. Wir haben beide den Tycoon fertig. Let's. Oha! Tisch, Digga! Oh, okay, aber das bringt halt nichts. Ne? Wir können jetzt, glaube ich, da reingehen. Nee, bringt nichts. Können wir rein? Guck mal. Das bringt nichts. Nee, ich glaube, es geht Leute, nicht. 2500 Euro Seville habe ich schon abgezogen. Nächster Tag ist gewonnen, Leute. Das war's. Like und abonnieren nicht vergessen. Tschö mit Ö.